Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei E-Side Westside. Bei mir auf der Westseite und beim Excel auf der Ostseite. Könnt ihr beide, oder eher gesagt, könnt beide Seiten natürlich schauen. Guckt gerne auch beim Osten vorbei, aber unterstützt gerne den Westen. Wir brauchen jede Unterstützung, nur wir sind ein Team, alle zusammen. Auch mit der ganzen Community, ne? Müsst immer bedenken. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da, ne? So, wir machen weiter. Wir sind immer noch hier. Ja, mit unserem Deutz unterwegs aufs Feld. Ja. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis wir oben beim Feld sind. Eieieiei. Der schaltet aber auch, Junge, Junge. Ist ja unglaublich. Müssen wir langsamer hier oben angekommen sein. Ich bin mal auch gespannt, ob der mal so langsam hier oben auch mal mit den Bäumen fertig sind. Aber so, wie kommen wir denn jetzt überhaupt da oben, oder eher gesagt, auf das Feld? Hier, da vorne können wir rein. So. Dann stellen wir die jetzt einfach mal hier hin. Die kann man ja gegebenenfalls noch dann wieder. So. Hängen wir die jetzt mal ab. So. Dann fahren wir gerade noch den Streuer wieder auf den Hof. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ach Gott, da kommt der David. Moment. Mann, hier. Ja, David. Hast du die Walze angebracht hier? Hast du es bisher geschafft? Ja, also ich bin endlich da. Ja, meine Güte. Hier, pass auf. Ja. Was hältst du denn davon? Die Idee ist mir gerade so gekommen, wenn wir das Feld dann umlegen und da andere ansehen, und wir da ringsrum noch 2-3 Streifen Gras mitmachen. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Könnten wir da machen, wenn wir hier noch ein paar Meter Gras machen, da hätten wir doch dann auch ein bisschen was für unsere Kühe. Ja. Oder was hältst du von der Idee, wenn wir vielleicht statt Gras hier oben ziemlich da wurde, wo keine, nicht so viel Steigung ist, weißt du? Ja. Oder ja, wir könnten nur kleine ganze Ecke irgendwie machen. Ja, dass wir nicht ringsrum machen, sondern einfach irgendwie uns eine Ecke von dem Feld rausnehmen. Genau. Oder dass wir das irgendwie versuchen, sag ich mal, von hier an oder so, dass man, wenn man so darüber guckt, ne, bis zu der komischen Seite da hinten, die hinter der Mauer da hinten ist, weißt du? Ja. Also wenn man so strack hier rüber zieht, also wenn man hier dieser Strohschwart hier folgt, ne, wenn man einfach hier so gerade rüber zieht und dann links von hier, jetzt auf der Seite, wo Steffi noch am Abernten ist, dass man das alles zu Gras macht. Weißt du? Ja, natürlich eine schöne Fläche dann, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Und dann hätten wir unten noch die Möglichkeit für was anderes, ne? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall mal im Kopf behalten. Aber hier noch was anderes. Ja. Frag doch mal bei den Behörden-Heinis danach. Ja. Ob die uns nicht, ich hab das gesehen, jetzt gibt's so neuartige Kompostmaschinen, wo du Kompost herstellen kannst. Ob die uns sowas irgendwie besorgen können, dass wir uns sowas auf den Hof stellen können. Ja. Weil wir haben ja jetzt so viel Stroh hier, das wären wir ja nie irgendwie los. Ja, das stimmt. Ja gut, aber da kommen die ja wahrscheinlich an, da müsste man natürlich einen Bauantrag stellen, ne? Ja gut, man kann ja mal nachfragen, ne? Was das Ganze kosten soll vor allem und so. Mhm. Vielleicht kann man ja auch hier, gibt ja auch vom Staat auch mal Subventionen und sowas Neues, wird ja immer gerne subventioniert. Mhm. Ja gut, man könnte den natürlich da fragen, auch subventionieren, ob sich da was machen lassen würde. Und ich sag mal, wir würden das ja dann zu Kompost dann machen, in dem Sinne. Ja, genau. Und das kommt ja auch dann, ich sag mal, dem Westen ja auch zugute. Denk doch mal zum Beispiel an die ganzen
Privatleute, die in den Vorgärten oder in den Gärten vielleicht Kompost ausbringen möchten oder so, ne? Ja, oder wir nehmen es sogar selber für unser Feld, da brauchen wir nicht so viel Kunstdünger nehmen. Oder so, genau. Ich muss sowieso mit den Typen da mal noch irgendwie Kontakt aufsuchen. Das werde ich jetzt mal machen, wenn ich jetzt auf dem Weg auf dem Hof bin. Dann werde ich die mal anrufen. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann komme ich auf jeden Fall mal wieder hier hoch. Dann werde ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen was Stroh sammeln, glaube ich. Oder die Steffi ist, glaube ich, jetzt gerade wieder verkaufen. Glaube ich, kann das sein? Das oder kann sein, dass die Steffi gerade unterwegs ist. Ja. Gut, alles klar. Ja, dann machen wir das so. Dann rufe ich mal bei den Leuten da mal an. Ja, mach das mal. Hör ich da mal nach. Das wäre doch super. Okay, alles klar. Oder soll ich dir jetzt gleich noch helfen? Hier irgendwie beim Gras? Du kannst auch theoretisch, wenn du einmal auf dem Hof bist, den Heuwender anhängen. Ja. Der steht oben mit bei den Gewächshäusern irgendwo. Ja. Glaube ich. Oder unten. Ich weiß nicht, wo Steffi den hingeschafft hat. Ja. Und könnten wir das alles mal hier umdrehen, so ein bisschen. Ja. Ja, gut. Dann muss ja auch vorangehen, ne? Also, ja, sonst zieht sich alles in der Länge. Für die Kühe, dass die endlich mal was Ordentliches zu fressen haben. Ja. Genau. Das könnten wir so machen. Ja. Gut. Dann machen wir das. Ich werde jetzt mal. Dann mich auf die Beine machen, oder ihr gesagt, in den Deutsch. Ja, mach das mal. Okay, alles klar, David, dann mal bis später. Bis später. So. Also. Ja, das ist ja gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Also. Ich glaube, das werde ich jetzt auch dann mal machen. Und, ich glaube, ich werde jetzt auch dann einfach mal versuchen, die Behörde zu kontaktieren. Und dann werde ich da ganz einfach mal nachfragen, wie sich das verhält. Ja, absolut. Das sind alles Argumente, ne? Also, da werde ich jetzt definitiv mal nachfragen, ne? Aber wir fahren jetzt erstmal auf den Hof. Und dann, wenn ich jetzt auf dem Hof bin, dann werde ich den mal anrufen, wenn wir uns dann auch mal auf die Suche machen, wo der Heuwender hingepackt worden ist. Eieieiei. So. So. So, müssen wir natürlich jetzt hier mal erstmal wieder das Tor aufmachen. Ne? So. Aber der hat hier echt Schwierigkeiten, ne? Egal wie, wenn du bergan fährst, der hat immer Schwierigkeiten, irgendwie hochzukommen, ne? Am Berg. Peter, auch wenn Andreas von seinem Lehrgang zurück ist. Ich komme gerade nicht mit. Kenny, kannst du mir das nochmal irgendwie versuchen, indirekt zu schreiben? So. Dann stellen wir den jetzt erstmal hier oben hin. So, ein Heuwender. Ach komm, wir stellen jetzt erstmal. So, so. Dann senken wir den mal. Mal abhängen. So. Dann schauen wir jetzt mal gerade, wo der Heuwender ist. Und ich glaube, ich rufe jetzt mal zu den Leutschen mal an. Von Braun? Ja, Herr von Braun, hier ist der Herr Bauer. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Bauer. Herr Bauer, ich habe zwei Dinge. Ja. Und zwar Punkt 1, ich mache es ganz schnell. Wir sind fertig mit Geräte holen. Ui, sehr schön, dann können wir gleich die Schrankanlage wieder schließen lassen. Genau. Perfekt.
Nur, dass sie da Bescheid wissen. Ja. Die zweite Sache ist, mir kam da so eine Idee, was ich gerne mal mit Ihnen besprochen haben wollte. Mhm. Und zwar, was heißt mir? Ihr gesagt, mir von unserer Mannschaft hier auf dem Hof, wir haben da uns Gedanken gemacht. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben ja sehr viel Stroh. Ja? Welches Stroh mir- macht froh. Naja. Gibt es in fester und in flüssiger Form, aber das ist ein anderes Thema. Das ist richtig. Ja, so. Und auf jeden Fall nutzen wir selbstverständlich auch das Stroh. Entschuldigung. Mhm. Wir nutzen natürlich auch das Stroh und verwerten dies auch für unsere Gärten und auch für diverse andere Sachen und lagern auch etwas ein. Aber mir kam dann noch so eine Idee. Und zwar... Lassen Sie mich hören. Wir haben gedacht, dieses Stroh könnte man ja auch gegebenenfalls weiterverarbeiten. Und zwar haben wir folgende Problematik. Und zwar, wir können ja auch unsere Felder düngen. Ja, und dies machen wir ja natürlich ja auch mit dem normalen Mineraldünger, was natürlich aus chemischer Herstellung kommt, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Mhm. Aber auf Dauer ist das ja auch kein Zustand, ne? Nee, muss man ja auch richtig. Mal sagen. So, und deshalb kam uns die Idee, aus diesem Stroh lässt sich auch sehr gut nach einer Zeit, nach einem gewissen Gärungsprozess, wenn man so bezeichnen kann, Kompost herstellen. Ja, das ist richtig, ja? Das stimmt. So, und da wir aber keinerlei Möglichkeit haben, dies zu Kompost zu verwerten, wollte ich mal fragen, gibt es seitens für den Westen, die, weiß ich nicht, gibt es da irgendwelche Programme, wo man sich einschreiben lassen kann, oder ist der Westen oder wie auch der Osten, kann man jetzt halten wie ein Dachdecker, gibt es gewisse Subventionierungen gegebenenfalls, die man auf, sag ich mal, die einen sogar noch unterstützen dabei finanziell, weil wir tun ja nicht nur was für uns, ne? Weil wir wollen ja auch so ein bisschen von diesen Chemikalien weg und haben uns auch überlegt, wir könnten ja auch sicherlich dann auch die Felder mit gutem Biodünger bestücken. Was natürlich auch viel besser ist als die ganze Chemie, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Da bin ich ganz bei Ihnen. Das finde ich eine sehr gute und brillante Idee. Ja. Von der Stadtseite aus würde ich mich da mal schlau machen. Ja. Ob wir da gewisse Förderungsprogramme haben. Ja. Aber da werde ich mich definitiv dahinter klemmen, weil umso biologischer, ne? Das ist ja schon ein richtiger Ansatz, ne? Ja, absolut. Also, natürlich auch mal, für die Umwelt, ne? Genau. So, und man hat ja ein Naturprodukt, ne? Was man ja dann in dem Sinne weiterverarbeitet und wieder als Dünger nutzt, ne? Ja. Also wir gehen auch schon wirklich in die sogenannte Richtung in dem biologischen Anbau, ne? Sozusagen. Richtig. Ne? Also man kann es jetzt drehen und wenden, wie man will, aber bleibt beim Naturprodukt, ne? Das ist definitiv eine sehr gute Sache. Und da natürlich werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Und natürlich können wir auch dann sagen, wenn wir natürlich schon diesen Kompost in dem Sinne, den nutzen wir natürlich dann ja auch für uns, für unsere Felder. Und wir würden den natürlich dann auch der ganzen Gesellschaft, den ganzen Privatleuten zur Verfügung stellen. Den würden wir natürlich auch dann veräußern, in dem Sinne. Dann könnte ich den ja auch für meine Blumen nutzen. Ganz genau. Oh, das ist ja toll. Nee, da werde ich mich auf jeden Fall mal schlau machen und Ihnen da was zukommen lassen, sobald ich was erfahren habe. Ja, das wäre super. Das ist ja gar kein Problem. Also die
Idee finde ich sehr, sehr gut. Weil, ich sag mal so, man will ja nicht rumheulen, so, ne, aber man ist ja hier und da ja auch schon mal sozusagen, ja, der ein oder andere Cent fehlt einem ja. Ich sag mal, wir reden hier nicht über Tausende, naja, indirekt doch, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja wie mein Portemonnaie, Herr Bauer. Ja. Zwiebelleder. Ja, genau. Also ich habe auch gestern Abend, sagte auch meine Frau zu mir, warum ich am Weinen wäre. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Weinabend. Und ich sagte, ich bin gar nicht am Trinken. Aber das hat ihn nicht verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, naja, so. Auf jeden Fall, das wäre echt gut, wenn sie sich da mal schlau machen könnten. Also ich sag mal, es wäre ja jetzt nicht nur ein Nutzen für uns. Es wäre ja erstens mal für die Felder in dem Sinne und auch, dass wir der Bevölkerung das zur Verfügung stellen und dann im Endeffekt von unserer Seite aus ja logischerweise dann auch verkaufen würden. Richtig, richtig. Was sich natürlich dann auf den Strobe, auf, oder eher gesagt auf das Strobe zieht, ne? Ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz und wie gesagt, die Stadt versucht da auf jeden Fall mal was herauszufinden, ob es da eine Subventionierung gibt, wo sie dann auch unterstützen können. Ja, das wäre ja klasse. Ich sag mal, sowas muss man ja auch mal unterstützen. Auch wenn es uns, der Stadt, müssen wir natürlich auch auf unser Geld achten. Wir können es ja auch nicht rauswerfen. Nee, natürlich nicht. Als hätten wir Unmengen davon. Das ist ja auch nicht der Fall. Da müssen wir halt immer genau schauen und prüfen, wo jetzt eine Subventionierung erforderlich ist und wo man sich auch als Stadt mit verbinden kann. Ne? Natürlich, sie werden als Stadt oder als Land in dem Sinne, werden sie auch damit mit diesem Produkt ja auch vertreten. Ich sag mal deswegen, so, wenn wir natürlich einen Überschuss haben, können sie sagen, wir haben hier den besten Kompost aus dem sogenannten Umkreis, den können wir natürlich überall hin vermarkten. Ne? Mhm. Und die Stadt profitiert natürlich dadurch, wenn sie natürlich auch sagen, wir haben hier einen ortsansässigen Landwirt, der sich dies angetan hat, sozusagen. Und dem schenkt mir das vollste Vertrauen, das unterstützt die Stadt. Und sie als Stadt stehen ja natürlich dann auch wieder sehr gut da, ne? Weil sie repräsentieren sich ja dann auch dadurch. Genau, das ist vollkommen richtig. Herr Bauer, wir werden uns drum kümmern. Wir werden mal mit unseren anderen Leuten sprechen und werden das mal beratschlagen. Und dann werden wir uns bei Ihnen melden. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann melden Sie sich. Und genau. Wir werden das erstmal bei uns weiter so nutzen, auch das Stroh und so. Und ja, dann freue ich mich auf Ihren Rückruf und ja, ich sag mal so, ich will ja keinen Stress machen, das wäre ja auch unverschämt, das möchte ich auch nicht, aber es wäre schön, wenn Sie sich zeitnah melden würden. Sagen wir es mal so. Das machen wir. Super. Das ist kein Problem. Alles klar. Ja, dann sage ich schon mal Dankeschön. Noch gutes Gelingen. Dankeschön, und Ihnen auch. Viel Spaß, ne? Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Blitzer auch nicht her. So, dann muss man jetzt natürlich mal gucken, was die alles so bewegen können, ne? Also ich glaube, das ist ein ganz guter Schritt, ne? Also klar, wir können das für unsere Felder natürlich auch dann nutzen, ne? Also den Kompost, wenn wir da wirklich was bekommen. Und die waren ja gar nicht so abgeneigt davon, ne? Also vielleicht hier und da ein bisschen was Honig und Maul schmieren, ne? Ich sag mal, was heißt Honig und Maul schmieren? Das ist ja die eine Sache, ne? Schlimmer bequatscht wie der Osten. Ja, ich sag mal, hier und da... Ich sag mal so. Man braucht so eine gewisse Zeit, oder ich zumindest mal, bis ich so ein bisschen mal wieder drin bin. Und wenn nicht, dann kommt ein Gedanke nach dem anderen. Aber trotz alledem, es ist ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Weil, wie gesagt, wenn wir das wirklich bekommen, ne, können wir natürlich das wirklich als Dünger nutzen.
Und wir können den Rest natürlich dann veräußern. Ne? So können wir natürlich Geld generieren, ne? Auch noch dadurch. Oh, da ist der David, den wollte ich eigentlich jetzt nicht gerade in die Quere kommen. Na, leider doch passiert. Naja, alles gut, ich wollte nicht... Ach, Balu, alles gut, ich hab da doch nicht als Kritik genommen. Alles gut, alles easy. Er hat aber alles gut gesagt und hätte auch... Ja, es ist ja auch so, es war ja in dem Sinne auch nichts gelogen, ne? Also, das ist ja auch im Wirklichen so. So, dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier mal noch ja, diese 2-3 Meter hier. Aber ich sag mal, der David, der hat natürlich auch schwer zu kämpfen. Mit diesen 1,5 Meter oder was das auch ist. Ach hier, Steffi. Das verkauft. Oh, ah ja, ja, da kommt das schon. Moment, Moment. So, wo ist er drum? Da, Steffi! Mensch, du, bist du schön am Verkaufen, wa? Ja, ich fahre noch eine Tour, dann ist es Raps bei uns erstmal alle, dann haben wir alles verkauft. Ja, mega, mega gut. Hör mal. Ich habe nur gerade gesehen, dass du gerade hier oben rumtüdelst. Also, tüdeln? Ja. Was tüdelst du hier so rum? Aber nee, aber hast recht. Nee, ich hatte nur gerade den Gedanken, ich brauche für den kleinen Wender hier, brauche ich ja nicht den großen Deutz. Sollen wir tauschen? Mhm. Weil ich denke mal, mit dem großen Deutz wirst du eher parat kommen mit dem Ladewagen. Oder? Ja, das stimmt, ja. Wenn du ihn nicht unbedingt brauchst, könnten wir gerne wieder tauschen. Nee, ja. Komm, dann tauschen wir. Dann dreh grad rum, stell den Anhänger hier gerade auf Seite, ich häng hier ab und dann tauschen wir grad. Geht doch fix. Alles klar. Gut, ja? Stefan. Ja? Alles klar, okay. So, meine Lieben. Ja, ein sehr interessantes Gespräch mit der Behörde und mir sehen mal zu, dass wir hier mal so langsam das Heu auch mal fertig bekommen. Und dann so langsam geht das richtig los. Ich fühle das. Und wenn es euch gefallen hat, unterstützt das gerne den Westen. Das wird richtig gut. Lasst noch ein Däumchen da und ich sag einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Und der Excel ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, bevor ich es vergesse. Bis dann. Tschüss.